Servus Leute, willkommen jetzt im C4-Tempel zum, ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich das nenne. Wie komme ich mit Glitch durch den C4-Tempel oder so ähnlich, aber Glitch-Tutorial, keine Ahnung. Also auf jeden Fall jetzt beenden wir den Tempel schneller als regulär. Hier jetzt noch nicht, hier ist erstmal ganz normal, einfach geradewegs durch die Räume gehen. Aber ab einem bestimmten Raum wird es dann losgehen. Ja, da können wir nicht durch und genau da wollen wir hin. Hey, Volltreffer. Und los. Da drüben können wir gleich wieder Magie auffüllen. Und fallen. Naja, nur eine kleine Magie und Makoros brauchen wir auch wieder. Oh, verdammt. Ja, das war ein Fehler. Eigentlich aktiviert man das Blatt von da oben, war jetzt irgendwie... Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Ja, kleine Fehler kommen halt immer wieder vor. So, wieder zwei Bäume gesetzt. So, diesmal setzen wir hier nicht drei Bäume, sondern nur einen, damit die Türen aufgehen. Die anderen zwei brauchen wir überhaupt nicht. Makoros, flieg! Und er wird wieder entführt. So, hier erstmal wieder Magie auffüllen. Und jetzt wird es auch schon ziemlich lustig. Mit einem genauen Schuss. Okay, hat nicht getroffen. Genau. Aktivieren wir von hier den Topf und gehen jetzt zurück zu dem ersten Topf, um in den zweiten zu gelangen. Und das überspringt ein gewaltiges Stückchen des Dungeons. Wenn ihr gesehen habt, wie es normal durchgeht, dann wisst ihr, dass das wirklich ein ganz schönes Stückchen ist. Oh, große Magie. Und schwupp. Dann öffnen wir auch direkt den Dungeon. Und es geht nach unten. Ja, Makoros möchte wieder gerettet werden, was halt irgendwie seltsam ist, weil... Ja, keine Ahnung. Hier sagt er das ja eigentlich noch gar nicht. Oder er hätte es früher eigentlich gesagt. So, und wir sind da. Genau da drauf müssen wir. Ja, das ist dasselbe Prinzip wie im Terra-Tempel, die One-Frame-Roll. Und wir sind beim Zwischenboss. Da ist er. Hui. Jetzt muss man warten, dass der unten auf dem Boden spawnt. Hoffentlich macht das jetzt gleich mal. Ja. Das kann nämlich extrem lange dauern, bis der mal auf dem Boden spawnt. Na bitte. Und schon ist der Kampf vorbei. Ja.
Und Tür geöffnet. Dann in den Raum. Also wir haben ja jetzt eigentlich den Schlüssel vorhin benutzt, um diese Tür zu öffnen, durch die wir gerade gekommen sind. Aber wir benutzen einfach diesmal dann den Schlüssel woanders. Oh, ich glaube, das funktioniert gerade nicht. Doch, hat funktioniert. Ja, mit einem Damage Boost durch die Bombe kommt man da hoch. Im richtigen Timing einfach abspringen. Und mit unserem Freund hier kommen wir auch schneller wieder nach oben. Und können Makorus retten. Und bei ihm gibt es auch einen tollen Trick. Eigentlich soll man ja diese Kommandomelodie, die Hymne irgendwie des Puppenspielers da, wenn man sich genau hier hinstellt und ihn abwirft, kann er auch dort landen. Und wir direkt hinterdrein und können durchgehen, sogar bevor uns die Statuen angreifen. Und jetzt kommt gleich der Dreifach-Schattengarde-Kampf. Aber zuvor müssen wir erstmal die Steinplatte vernichten. Das macht Makorus ganz hier so. Der Fiedel da was auf seinem kleinen Ding vor, der Wurzelbert. Weiß nicht, kennt ihr mal das Lied? Hä? Und dann geht's zum Kampf. Der Wurzelbert. Das brauche ich. Uiuiui. Ja, hier kriegt man auch immer mal was ab. Ach. Jetzt entscheidet sich halt mal kurzerhand wieder der Helm, nicht gespalten zu werden. Oh, verdammt. Das war jetzt kontraproduktiv. Und noch die letzte Schattengarde. Ach, das kann doch nicht sein. Echt zweimal. Ja, schlag mal halt einfach auf den Rücken. Und zack. Komplett ramponiert, die drei Dinger. Und da haben wir auch schon den Schlüssel zum Bossraum. Ups, das war jetzt nicht beabsichtigt. Das war es übrigens auch schon mit Makorus. Wir brauchen jetzt Makorus für den restlichen Dungeon nicht mehr. Ja, tatsächlich. Ach, immer auf das Ding, da muss ich immer warten. Entweder werde ich erwischt oder... Ja, meistens werde ich erwischt, wenn ich es noch versuche. Oder eigentlich immer. Oh oh. Zurück. Oh Mann. Das war echt knapp. Nee, gut, das war's. So, nach drüben. Oh. Gut, das hat jetzt nicht funktioniert. Das ist ungefähr dasselbe Prinzip. Ja, ich erklär's danach. Ich muss mich jetzt erstmal kurz konzentrieren, dass ich das auch schaffe. Rüber. So, wir sind durch. Fallen ganz bis nach unten durch und haben es übersprungen. Das ist ungefähr dasselbe Prinzip wie im Turm der Götter und so mit der Statue. Bloß, dass wir es hier mit einer Bombe machen, die halt erstens beweglich ist und zweitens nach einer bestimmten Zeit explodiert. Deswegen muss man sich da
feilen und da kann ich ehrlich gesagt nicht weiter dazu sagen. Wenn ihr das machen wollt, müsst ihr selber rausfinden, wo der Punkt ist. Also gibt es so ungefähr einen bestimmten Bereich, in dem die Bombe liegen kann, damit sie euch durch die Wand drückt. Muss man halt ein bisschen üben, aber wenn es funktioniert, ist es halt ziemlich lustig. Zwei Versuche ist auch ziemlich gut. Jetzt kommt noch ein noch schwierigerer Trick, meiner Meinung nach. Und zwar... Ja, genau, verkackt. Jetzt muss ich die ganzen Ranken wieder hochklettern. Und zwar muss man eigentlich Makoros da benutzen. Ihr habt es ja gesehen, soll da einen Samen platzieren, sodass der Baum kommt und dann verschwinden die Luftströme und man kann sich rüberziehen. Aber mit einem wohlgetimten Blatt und einem Cancel vom Blatt kann man die Kante greifen und das Ganze somit überspringen. Ist aber, also das ist wirklich schwierig. Da habe ich auch ewig dran gebraucht, um das hinzukriegen. Oh, verdammt. Link, schnell, bevor du angegriffen wirst. Jawohl, jetzt haben wir es. Oh, zwei Versuche. Wunderbar. Da hier sollte man aufpassen, dass man nicht zu lange stehen bleibt. Weil wenn der einen greift, muss man wieder den ganzen Weg nach unten durchglitschen und auch da nochmal drüber und so weiter und so fort. So. Boah, verfluchte Scheiße. So, und wie man jetzt natürlich durch das Ding kommt, ist auch, also das ist richtig lustig. So, wir gehen rein. Wir gehen rein, Leute. Ja, gleich sind wir durch. Und wir sind durch. Eine Fee. Und es kann losgehen. Bossfight, nochmal. Da kommt er. Da kommt der Link. Hello there. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde, Mordogaira guckt irgendwie so ein bisschen derb. Ich meine, er kommt aus dem Sand mal und nichts weiter. So, die ersten drei Hits. Jetzt spawnt er auch schon seine kleinen Minions. Das heißt, ich sollte etwas weggehen von dem, weil die verursachen auch ziemlich viel Leck. So. Aber ich glaube, das haben wir ganz gut gelöst. Jetzt taucht er auf. Genau, da ist er ja schon. Jetzt geht er wieder. Wie so eine Seerobbe, bloß ein bisschen, ja, verkrüppelter halt. Hast du brav gemacht, Mordogaira. Oh, shit. Oh, nein, 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 nein. Wow, krass, was habe ich denn jetzt gemacht? So, das dritte Mal, noch einmal. Schade, dass das nicht mehr drin ist. So, wo tut sich diese Grube auf? Da. Erinnere mich ein bisschen an den
Treibsand, in den Ruffy von Mr. Crocodile gesteckt hat. Aber ist eigentlich auch scheißegal. Und da ist der Mordo Gaira besiegt. Er krüppelt sich noch ein bisschen durch die Luft. Und Link freut sich. Ihr seht, das Herzteil liegt wieder an einer anderen Stelle, wie schon gesagt, eigentlich ganz lustig. Und das war der Dungeon. Wie lange hat es gedauert? 15 Minuten? Die Sequenz lasse ich jetzt noch durchlaufen. Ich beende dann draußen, wenn ich wieder draußen bin, aus dem Tempel die Folge. Aber das war der Tempel. Ich glaube, ich habe alle Glitches ordentlich erklärt, oder? Also das mit der Bombe ist halt einfach... Ich quatsche jetzt ein bisschen dazu. Im anderen Part hat man es ja ohne Quatschen gesehen. Das muss man halt selbst austesten. Ich habe es lange probiert und irgendwann immer so verschiedene Frames, also Frame-für-Frame-Pause kann man ja machen. Und dann habe ich immer mal probiert, so durchzukommen. Irgendwann war ich dann mal durch, aber dann schnippt man auch schnell wieder zurück. Also ihr müsst sofort loslassen. Dann steht ihr da auf der Kante, drückt ZR, bewegt euch zurück und hängt dann draußen, fallt runter und Schwert in der Luft, Angriff oder wie man das nennen will. Und dann seid ihr unten durch die Wand und könnt den Schlüssel, den ihr davor hattet, an der falschen Tür eigentlich benutzen. Aber so kommt man halt schneller zum Ende. Eigentlich ganz lustig. Und bei der One-Frame-Roll, wo man zum Zwischenboss kommt, müsst ihr aufpassen. Das ist nämlich nicht ganz so leicht, da drauf zu landen. Muss man wirklich vorsichtig sein. Okay, Leute, da sind wir. Ach, jetzt labern die nochmal. Also wir haben zwei Parts für den Dungeon gebraucht. Das haben wir jetzt in einem mit noch weniger Zeit gelöst. Okay Leute, hier ist dann Schluss und wir sehen uns beim nächsten Part, dann geht's auf die Suche nach den Triforce-Splittern und wie gesagt möchte ich auch noch alle Inseln abklappern. Also bis zum nächsten Mal Leute, haut rein!